Und dann gucken wir mal. Naja, wenigstens davon habe ich jetzt hier gerade noch ein bisschen gekriegt. So. Gib mir mal dein Fett. Dankeschön. Du gibst mir dein Fett auch. Nee, das Zeug brauche ich nicht. Und die Knochen könnt ihr eigentlich auch behalten. Daraus kann man nämlich nur Knochenmesser herstellen. Und die brauche ich gerade wirklich nicht. Die haben nämlich den Schaden der Axt verbessert. Und solange der Schaden der Axt so ist, wie er ist, reicht's. So. Was wollte ich? Achso, ich wollte essen. Na, ist eigentlich auch egal. Jetzt muss ich erstmal diese Zombies hier töten. Ja. Jetzt bin ich grundsätzlich natürlich doppelt gestraft, dadurch, dass ich... Scheiße. Die Infektion habe. Die geht nämlich, glaube ich, 240 Stunden. 240 Stunden, wenn auf das Ingame bezogen. Also, wenn ich jetzt theoretisch den Tag-Nacht-Zyklus auf Echtzeit hätte, müsste ich tatsächlich 240 Stunden warten. So habe ich einen, einen etwas leichteren Job. Und ich hoffe einfach mal, dass... Ach, jetzt hat er den Stuhl mitgenommen hier. Oh, nice. Der Rest einfach so passt, weil jetzt hier so eine Stunde warten und so weiter, das ist eigentlich okay. Beziehungsweise eine Stunde Tag-Nacht. Na, nehme ich jetzt einfach mal noch nicht mit. Bin ich mal ein bisschen... Oh, geil. Ich kann mir direkt eine Forge bauen. Ja, das ist alles so mit dem Gameplay passt. Und sehr schön. Ich brauche mal keinen Dingensmacher. Ich mache mir aber trotzdem was, weil ich Verbände brauche. Kein Schlafsack. Ach, eine Kiste. Na toll. So, wenn jetzt hier noch ein Topf drin ist, da die Rohre nehme ich auch. Oder hier ein Antibiotika. Naja, Schmerzmittel sind auch okay. Dann wäre ich sehr zufrieden. So, ich muss ein bisschen runterschalten hier. Bei mir ist nämlich so das kleine Problem, wenn ich so viel rede, wie ich jetzt hier rede, damit das alles ein bisschen passt, dann wird mir schwindelig. Das sage ich ganz ehrlich. Wenn ich nämlich zu viel einatme, dann, naja, zu wenig CO2, dann ist das Blut zu basisch und dann wird einem schwindelig. So. Drehe ich mal ein bisschen runter jetzt. Ja, okay. Was mir natürlich sehr auf den Nerv geht, ist, wenn es in der Aufnahme sehr stark zu hören ist, dass ich den Computer hinten dran habe. Ich habe schon versucht, das Spiel ein bisschen lauter zu machen, sodass man zumindest in der Zeit, in der ich nicht so viel rede, irgendwie irgendwas hat, damit man halt dieses ganze Rauschen und Zeug da... Oh, ein Topf. Sehr schön. Da kann ich die Dosen direkt verarbeiten und was zu essen. Sehr schön. Ja, vom PC und vom Lüfter nicht so hört. Weil, wie gesagt, mein Mikrofon steht auf dem Tisch und der PC steht auch auf dem Tisch. Sodass die Vibrationen eigentlich auch aufgenommen werden. Das ist natürlich nicht so gut eigentlich. Aber ich kann gerade nichts dagegen tun. Außer den PC nach unten stellen. Aber dann komme ich erst nicht so gut ran an den PC, falls ich mal irgendwas machen will. Und meine ganzen Kabel muss ich umsetzen und es kostet Zeit und deswegen werde ich erstmal später gucken, was ich draus mache. Jetzt lasse ich es einfach erstmal so. So, was ist das? Das ist Pistol Book. Ja, okay. Schauen wir mal. Erstmal hier Dinge zu reparieren. Was ich brauche, ist Lederdingensens. Lederverarbeitung hier. Nee, das Wasser trinke ich erstmal noch nicht. So. Dann hacke ich mich direkt durch diese grüne Wand, weil die schneller geht als das Holz dort. Ja, Faden verloren schon wieder. Irgendwie so, dass es alles funktioniert. Ich muss mal gucken, wie viel Stoff habe ich? 16. Ich nehme immer noch ein bisschen mit. So. Und warum ich jetzt die Couchen und so weiter mitgenommen habe, liegt einfach daran, dass ich die sehr gut verbrennen kann.
Ich glaube, so ein Mittelteil oder so ein Eckteil brennt 2 Minuten 43. Das ist schon sehr gut. Vor allem, wenn man am Anfang mit Holz verbrennen muss. Okay, ich habe 16 Uhr. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe mal, dass ich da drüben gleich irgendwie das Obergeschoss finde. Da muss dann nämlich mein ganzes Fleisch rein. Moment, es juckt. Okay. Ja, okay, hier werde ich jetzt keinen Obergeschoss mehr finden. Aber ich kann mal gucken, ob ich da ins Obergeschoss komme. Nee. Das kann ich knicken, da wird auch nichts drin sein. Gut, das ist hier halt noch so ein Fehler, damit muss man leben, dass ab und zu mal Gebäude ineinander spawnen. Das ist dann halt sehr scheiße, aber kann ich nichts gegen tun. Was haben wir denn hier noch? Ein Buch, geil. Habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, dass da so ein Buch drin ist. So, also wenn ich jetzt hier nicht ins Obergeschoss komme, muss ich irgendwie in die Farm ins Obergeschoss. Wenn nämlich in der Nacht so eine Horde kommt, oh, das wird schwierig. So. Okay. Da ist noch ein Vieh drin. Sehr gut. Ah, das sieht gut aus. Hier müsste eigentlich ein bisschen mehr zu finden sein. Okay. Hier geht's auch nach oben. Das ist gut, weil dann kann ich hier unten irgendwie auch zumachen. Und bin da oben sicher. Was mir jetzt auch schon direkt auffällt, dass das mit den 35% Nacht sehr positiv für das Gameplay ist, weil ich jetzt hier mehr Tag habe. Und solange ich nämlich noch kein Let's Play Together mache oder sowas, brauche ich das auch. Weil du ansonsten hier rumhängst und, naja, du hast halt ein Problem. Wenn du alleine nicht schnell genug irgendwie die ganzen Dinger zusammenkriegst und das kriegst du zu zweit oder zu dritt wesentlich schneller hin, bist du relativ fix am Hintern. Ach, was soll's, am Arsch. Ist da hier eh Ü18, glaube ich, mein Channel. Warum rennt er da ein Hase? oh. Urban Combat. Das müsste eigentlich bedeuten, dass ich mir eine kurze Schrotflinte herstellen kann. Geil. Da kommt das Essen sogar ins Haus. Das ist so mal richtig nett. So, den kann ich mir kochen. Und dann kann ich mir direkt mal ein bisschen Moldy Water herstellen, wenn ich mal ein Klo finden würde. Okay. Also doch erst durch die Wand. Nee, der hier ist schon weiter. Gameplay. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Normalerweise, wenn es jetzt gleich Nacht wird, bedeutet das, dass ich eine halbe Stunde aufgenommen habe. Ich habe jetzt definitiv mehr als eine halbe Stunde aufgenommen. Hoffe ich mal. Weil es ansonsten schon Nacht wäre. So. Ach, bitte lass doch mal hier irgendwas Nützliches drin sein. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ja, da würde ich nämlich auf jeden Fall, wenn ich mich da oben eingerichtet habe. Obwohl, nee, warte mal. Wie mache ich das jetzt? Also ich baue mir jetzt da oben ein Lagerfeuer rein. Na, noch einen Topf brauche ich nicht. Obwohl doch, eigentlich kann ich mitnehmen. Scrap Metal. Ah. Das ist natürlich sehr cool. Die Fackel lasse ich einfach mal da. Hier so. Das Blut trinke ich jetzt. Dass ich dann halt danach fix nochmal rüber in die Scheune gehen kann. Ach shit, jetzt habe ich das Steam nicht ausgemacht. Naja, egal, damit müsst ihr jetzt leben. Während mein Trinken hier fertig kocht. Oh, hier können wir auch nochmal rein. Weil dann werde ich mir nochmal ganz fix langsam reden. Die Scheune angucken. Ich weiß zumindest, dass oben ein, zwei Kisten drin sind oder sowas. Was jetzt da genau drin ist, weiß ich nicht. Früher war es so, dass da sehr viel... Okay, nice. Benzin und sowas drin war. Das haben die jetzt dadurch gefixt, dass sie da ein etwas anderes Ding jetzt hingemacht haben. Also ein...
ein anderes Modell, sage ich es jetzt einfach mal so. Und das ist eigentlich schon ganz gut, weil da hast du so ansonsten irgendwie 4 oder 5, wie heißt denn Dinger, Tonnen, Gasoline gefunden. Das konntest du dann irgendwie jeweils in 10 von diesen kleinen Portionen umwandeln. Ja, und das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass du direkt erstmal hoffenweise Benzin hattest. Das ist nicht gut. So. Wenn ich mich hier oben einrichte, sollte ich eigentlich die Nacht überstehen können. Und danach werde ich dann weiterziehen, bis ich alles zusammen habe, was ich brauche, um so halbwegs klar zu kommen. So. Ich werde doch mal 2 herstellen, weil über den Kochtopf kann ich mir mein dreckiges Wasser fertig machen. mal kurz das wegschmeißen. Zack. Zack. So, mit dem Rest brauche ich jetzt nämlich erst einmal Wooden Frames. Die können da herstellen. Einmal das. Einmal das. Mache ich mir mal die 14 Venison. Ja, die 14 Venison. Das Pork brauche ich später. Das kann ich mit den Eiern dann zu Eier und Speck machen. So, wie lange? Oh, passt. Okay, dann packe ich schon mal das rein. Das geht mir nochmal schnell da. Na, das reicht eigentlich, wenn das da drin ist. Das hier, schon mal schnell auf Cook. Und dann kommen die Armlehnen da noch rein und schon geht das nämlich. So. Frames, da. Die rüste ich mir dann nämlich auf und die sind auch so sehr gut, weil du die einfach so hinpacken kannst. Wenn du die dann nicht einfach so hinpackst, dann kommen die Zombies da auch nicht durch und das gilt als komplette Mauer. Auch wenn du sie mit der Hand dann da einfach wegnehmen kannst. Und das hat dann halt zur Folge, dass die Zombies da erstmal den Sichtkontakt verlieren und du ein bisschen sicherer bist. So. Wie sieht es denn hier drin aus? Also hoffenweise von diesem Heu. Das nehme ich jetzt nicht mit, auch wenn ich es einfach so mitnehmen kann. Das ist nämlich ziemlich nutzlos. Außer du willst irgendwo irgendwas machen, damit du aus großer Höhe fallen kannst. Weil sie den Fallschaden bremsen. Sie brennen allerdings ansonsten auch nur irgendwie so 2 Sekunden und das lohnt einfach nicht, das dann mitzunehmen. Okay, gut, meine Atmerei, hoffe ich, kriege ich auch noch irgendwie raus. Guck mal hier, das ist das alte Modell, da stehen 4 Kisten, also 4 Tonnen. Und nochmal ein Kochtopf. Ja, weißt du was? Mache ich die auch nochmal zu Scrap. Ich habe zwar noch kein Lehm, dass ich mir dann irgendwie was herstellen kann, aber es ist eigentlich egal. Urban Combat Hunting Knife. Okay. Relativ enttäuschend, das Ganze. Aber Kochtöpfe, da reicht eigentlich einer. Okay. Ja, ist enttäuschend hier. Hätte ich mir mehr erhofft. Nee, komm hier, lass liegen. Ja gut, dann gehe ich einfach mal schnell rein. Ansonsten kann ich mir noch irgendwie, nee, 39, da habe ich eigentlich genug. Ein Bett habe ich auch. Die Nacht werde ich eigentlich relativ gut überstehen können. Ich könnte jetzt natürlich da oben schon anfangen, mir irgendein Zeug einzuschmelzen, aber das lohnt sich noch gar nicht. Nee, warte, das ist das falsche Haus hier. Nee, doch, das ist das richtige Haus. Hier vorne rein. Ja, das lohnt sich, wie gesagt, aber noch nicht, weil dann verschwende ich jetzt nämlich ein, hier so ein Ding. Da drüben habe ich einen. Warte mal. Kann ich mit dem Holzteil hier schon eine Toilette auseinandernehmen? Ich muss sowieso nochmal zur Toilette, weil ich jetzt hier das Wasser haben will. Wo war denn hier das Klo? Hier vorne, ne? Ja. Drüben das Klo kann ich eigentlich auseinandernehmen. Und wenn da so ein komisches Ding jetzt drin ist. Na, ja, ich weiß. So. Wenn ich da das auseinandernehme, dann habe ich nochmal 2. Dann habe ich schon mal 7. War hier nur vielleicht noch irgendwie so ein Ding hier. So eine Klimaanlage. Nee.
Ja, da sind dann halt nämlich noch so eine Rohre drin und mit den Rohren kann ich mich da halt so ein bisschen ausstatten. Und wenn ich neune habe, mache ich mir so ein Gitter. Und wenn ich ein Gitter habe, dann kann ich Essen machen. Und das ist gut. Okay. Hier war nichts. Ist nur dieses eine da. Ich nehme das Klo aber trotzdem auseinander, falls es irgendwie hinkommt. Warte mal, ich muss hinten rein, ne? Psst. Jawohl. Hier war hinten. Aber gut, ich könnte auch die ganzen Stühle dann nachher mitnehmen und verholzen. Verholzen? Verheizen? Nein, ist eigentlich egal. Ich hoffe einfach mal, dass es klappt. Wenn nicht, dann habe ich jetzt hier eine Toilette verhauen. Und kein Ding jetzt drin gefunden. Na komm. Ja, es klappt. Sehr schön. Es reicht zwar immer noch nicht, aber es ist schon mal besser. So, jetzt ist hier aber auch keine Leiter. Ich komme also nicht hoch. Ich gucke nochmal ganz genau. Nee. Nüscht. Das Ding hat also kein Obergeschoss. So. Ich sag auch zu oft so, aber zu oft. Wie gesagt, ich fange halt wieder an. Ich habe sehr lange kein Let's Play mehr gemacht. Das merkt man halt. Und jetzt mache ich hier mal zu. Hier mache ich so. Und hier mache ich auch mal so. Das müsst ihr mir einfach verzeihen. Also ich bin halt kein Profi, dass ich in 1080p hochlade. Ist für mich schon ein gutes Zeichen. Damit müsst ihr einfach klarkommen. Es gibt schon, also es gibt auch andere, die sind da wesentlich schlechter und da gucken auch Leute zu, also was soll's. So schlecht scheine ich dann nicht zu sein. Früher habe ich schon mal ein paar Let's Plays gemacht, ich habe tatsächlich mit Minecraft angefangen, das könnt ihr euch alles angucken. Da könnt ihr euch auch angucken, wie scheiße die Qualität damals war. Ich habe auch Skyrim mal gestreamt, doch, das auch, Let's Played. Dürft ihr gerne machen, ich lasse das nämlich auch alles drin. Ich verdiene das mehr oder weniger, also falls irgendwie mal jemand da Interesse hat, der kann sich das gerne angucken und sich darüber ins Fäustchen lachen. Aber so ist das halt, wenn man anfängt. Man fängt immer klein an und Frau auch. Und deswegen ist das halt so. So, okay. Packe ich das erstmal alles da rein. Das, was ich jetzt nämlich alles nicht brauche. Hier, guck mal, das packe ich mal auf die andere Seite. Das Fett werde ich gleich mal ein bisschen kochen. Die lasse ich auch drin. Das kommt da oben hin. Die kommen da auch nochmal rein. Das Scrap Iron. Naja, das Chili kann ich eigentlich behalten. Das werde ich nämlich noch... Obwohl, nee, eigentlich kann ich die Konserven drinnen lassen. Die Konserven haben ja den Vorteil, dass man sie... dingensen kann. Eben nicht dingensen kann. Was wollte ich sagen? Nicht sehen kann. Nee, nicht riechen kann. Man wird da nicht entdeckt. Ah, oh, ich sehe nicht mehr. Was ist denn jetzt dieses andere Ding? Hier ist dieses andere Ding. Das brauche ich für Kerzen. Hatte ich nicht noch eine Fackel? Habe ich die schon weggeschmissen? Die habe ich weggeschmissen, ne? Ja. Nicht riechen kann. Das heißt, man kann sie auch getrost mitnehmen. Sodass man da keine Probleme kriegt. Jetzt brauche ich noch Feuermaterial. Hier nehmen wir mal das noch mit raus. Weil jetzt koche ich mir was zu trinken. 2 Minuten, ach du Scheiße. Nee, warte mal. Jetzt sehe ich ja was. Dann lasse ich mal das Holz am besten bei mir drinnen. So, das passt eigentlich. Ja, und dann werden wir jetzt so an dem Punkt angelangt, wo ich normalerweise sage... das ist so nämlich die Schwierigkeit, weil ich jetzt halt in der Nacht bin. Ich bin jetzt hier oben, ich bin gefangen, ich kann nichts tun. Ich muss einfach ausharren und hoffen, dass irgendwann die ganzen Zombies wieder verschwinden. Beziehungsweise, dass halt einfach Tag wird und ich weiterziehen kann. Das habe ich schon, ne? Nee, das hatte ich noch nicht. Da hört man sie nämlich schon. Ja,
Das ist es. Ich kann jetzt hier erstmal nur sitzen und nichts tun. Muss hoffen, dass ich unentdeckt bleibe und dann würde ich sagen, tja, bin ich ganz einfach mal gemein. Ja, und beende die Folge an dieser Stelle. Es ist wie gesagt nur ein Pilotprojekt. Es wird wahrscheinlich soundmäßig alles noch total beschissen sein und das werdet ihr dann alles sehen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust und Laune habt, mich in Zukunft noch ein bisschen belustigen zu wollen, mir zugucken zu wollen, dann könnt ihr das gerne tun. Ich werde auch unten in den Link der Pilotfolge, in die Beschreibung der Pilotfolge, die ganzen Links reinpacken von meinem Stream, von meinem Setup, von allem. Ja, und dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also, gut. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Noch schräger hätte ich das nicht sagen können.